So, hallo, wir starten heute mit Quördel. Ich will ja immer so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Krasse Abwechslung, ne? Und ich sehe gerade ein passendes Wort. Wir haben noch nie mit Daily gestartet. Wir starten mal mit Daily. Zack. Oh mein Gott, das hat ja gleich richtig reingeschallert. Nice. Okay, mit Daily starten wir eine super. Ich wollte gar nicht Scheiße sagen. Eine super Idee. Schöne wollte ich sagen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Okay. Dann haben wir jetzt noch kein U und noch kein E. Ja, dann können wir super einfach nehmen. Zack. Und ab dann können wir loslegen. So, jetzt haben wir noch kein O, aber das kriegen wir auch noch irgendwie eingebaut. Okay, guck mal hier. SIR. LY, I wird irgendwo vorkommen, aber nicht da. Oh, guck mal, hier ist schon alles vorhanden. Hier ist einfach schon alles vorhanden. Das ist dann natürlich immer das Kritischste, wenn schon alle Buchstaben da sind. Wenn schon alle Buchstaben da sind, dann kann man nur den letzten variieren und dann bringt es bei den anderen nicht so viel, ne? Also muss ich da jetzt gut überlegen, ob ich da wirklich schon reingehen will. Denn die sind alle an der falschen Stelle. Nein, ich glaube, wir machen lieber. Nee, wir machen lieber bei den anderen und gucken dann mal. Ne, so ein bisschen hier zum Beispiel. Wobei da ist. Ja doch, dann können wir hier noch ein paar Buchstaben testen. Also wir starten mit D. Dann kommt vielleicht so Drake, Dway. Ah, der N haben wir noch nicht getestet. Dwank? Lässt der Dwank sein? Okay, K haben wir auch noch nicht getestet. Ich denke R und. Quatsch, doch, ja, hier R. Hier wird R kontrolliert, ob R hier liegt. Hier wird R kontrolliert, ob R hier liegt. Hier wird R kontrolliert. Das A wird noch an eine andere Stelle gesetzt. Doch, ich denke, Drank ist eine ganz gute Option, hier weiterzumachen. Oh, Bruder! Hier hat's ordentlich gepasst. Hier hat's gut gepasst. Und R und K habe ich hier auch dazu gewonnen. Okay, das läuft heute mal. Das läuft heute ja mal wie am Schnürchen. Okay. So. Ja, jetzt fehlen hier die letzten zwei Buchstaben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Weil jetzt wissen wir, wir starten mit R und A. Dann kann kein L vorne sein. Lra anfangen wäre komisch. Ira anfangen wüsste ich auch nicht. Ira, weiß ich nicht. Also gehe ich mal davon aus, wir hören mit Whale auf. Was könnte vor Whale stehen? Wahrscheinlich ein F wäre möglich, ne? Frail gibt es, genau. Es gibt wahrscheinlich auch Grail. Ja, ich habe es befürchtet. Wahrscheinlich gibt es auch Vrail. Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Aber Trail gibt es auch noch. Ah, da ist noch sehr viel möglich. Das ist nicht gut. Krail. Okay, Krail gibt es nicht. Gibt es Brail? Ja, das gibt es auch noch. Okay, viel zu viele Optionen. Viel zu viele Optionen noch. Das ist schlecht. Weil dann würde ich jetzt hier die ganze Zeit nur raten. Ich rate jetzt allerdings eines, einfach aus dem Grund, weil wir dann hier das I auch noch kontrollieren und das I halt dann an. Nee, das. Doch, das I würde an der vierten Stelle kontrolliert, ob es da. Nee, kann es nicht, da ist das L. Nee, hat sich erledigt. Bringt nichts. Bringt nichts. Nein, bringt nichts hier zu kontrollieren. Okay. Nee. Gut. Dann müssen wir irgendwie die Buchstaben jetzt einbauen in unsere nächsten. Guesses, falls sie Sinn ergeben würden. Was könnte hier noch fehlen? Dra. Dra. Ohne die Dinger, die da sind. Gibt es Dra? Nein. Dram? Dramp? Was gibt es denn für Dra alles? Also vor allem mit dem, was noch da ist. Gibt es Dwarf? Nein. Gibt es Dwarf? Nee. Ich dachte jetzt irgendwie. Von To Dwarf? Nee. Das ist was anderes dann. Never mind. Schon wieder interessant. Jetzt aus den Sachen, die noch übrig sind, was zu bauen, was das beinhaltet. Ja,
Ich meine, Draco gibt's. Hull, okay. Er lässt Draco zählen als Name oder was? Aber das ist gut, weil dann haben wir das C und können das O sogar auch noch kontrollieren. Ja, let's go. Kein O. Hat uns Draco irgendwo was gebracht? Also hier ist jetzt D raus. GD war vorher schon raus. Hier ist jetzt C raus. Okay, es hat uns nirgendwo was gebracht. Außer dass wir das O jetzt ausgeschlossen haben. Ja, gut. Okay, was kann ich noch mit Dua bauen? Drama. Scheiße. Aber das M zu kontrollieren ist garantiert auch nicht so verkehrt. Ja, aber es ist. Ich gewinne halt nicht viel durch diesen Rateversuch. Und danach, nach diesem Drama haben wir noch vier Versuche für vier Lösungen. Wir haben noch keine einzige Lösung. Ich muss kurz niesen. Entschuldigung. Aber immerhin konnte ich es mal ankündigen. Aber was könnte es noch sein neben Drama? Ich habe nämlich, also ich habe vorhin echt nicht viele Möglichkeiten gesehen, was ich da noch bauen kann. Wir nehmen Drama. Bam. Okay. Kein M. Kein M, kein M. Es hat nur da oben das Lösung gebracht, ansonsten hat es mir nichts gebracht. Gut. Jetzt wird's spannend. Also hier wissen wir, Rail. So, das wissen wir. Der Anfangsbuchstabe ist nicht klar. Das ist das Problem. Wenn wir also nachher auf diesem Anfangsbuchstaben sitzen bleiben, weil ich den jetzt halt nicht in die anderen einbauen kann und dann hier 3 Millionen Ratemöglichkeiten übrig bleiben, ja, dann ist das halt so. Dann kann ich auch nichts tun. Okay. Okay. Wir haben bei beiden zwei feste Buchstaben und einen zusätzlichen. Nee, hier haben wir zwei zusätzliche. Dann machen wir hier weiter. Okay. Also zwischen S und I könnte das K sein. Ski. Ski. Aber dann gibt es Skirp? Nein. Gibt es. Ah, Skirt gibt es. Skirt gibt es. Was gibt es noch? Skipped? Nein. Skift? Nein. Skickt? Nein. Ach so, ich wollte hier das R. Das R muss ja hier hin, ich trottel. Skirf? Nein. Skirp? Nein. Skirk? Skirks? Ich würde sagen, wir probieren den Skirt. Das Problem ist, wenn das nicht ist, ist das meine letzte Ratemöglichkeit gewesen. Okay, der Punkt ist der, zwischen S und I könnte auch der unbekannte Buchstabe stehen und wir hören mit IRK. Nein, wir hören nicht mit IRK auf. Wir hören nicht mit IRK auf. Das K darf nicht hinten stehen, das R darf nicht hinten stehen. Mit IKR aufhören erscheint mir merkwürdig. Keine Ahnung. STIKR, gibt es das? Gibt es STIKR? Nee, so rum. STIKR? Nee. Was könnte noch zwischen S und I stehen, wenn es hinten mit IKR aufhören würde? Was ist. Nee, kann es gar nicht, weil R kann auch nicht hinten stehen. Kann es gar nicht. R darf nicht hinten stehen. Das bedeutet, R oder K ist zwischen S oder I. Nee, R ist ja auch nicht dort. Es muss Gott sein. Bam. Haben wir irgendwas gewonnen? Nein. Schade. Aber jetzt bleibt noch ein Rateversuch, bleibt noch. Also, ja. Aber hier habe ich jetzt halt auch nicht viel. Hier habe ich jetzt auch noch nicht so viel. Wir hören mit LY auf. Es kommt ein I vor. Das war's. Das ist nicht gut. Das I ist nicht vor dem LY. Lassen wir es mal mit I starten.
Aber ich habe ja auch nicht mehr so viele Buchstaben zur Verfügung, die noch übrig sind. Also da müsste jetzt dann irgendwas doch in meinen Sinn kommen. Oder GI Ghibli. Ah, ne, Ghibli schreibt man so, ne? Ja. Gibt es Gilli? Oh, scheiße, sowas gibt es. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass es sowas gibt. Oh, weil dann gibt es auch Billy. Ja, moin. Das ist jetzt nicht gut. Ich muss das mit dem Doppel-L testen. Es könnte LLY aufhören. Das ist noch nicht ausgeschlossen. Okay, dann nehmen wir aber einen Buchstaben, der hier oben zumindest Braille gab es, ne? Braille gab es. Was hatte ich noch? Gilly, Grail gab es auch, gell? Ja, beide gibt's. Ach, scheiße. Ah, verfluchter Mist. Ja, jetzt bin ich im Rate, jetzt bin ich im Ratemodus. Ich probier Billy. Ich probier Billy. Was soll ich anderes tun? Wahrscheinlich würde man jetzt eher ein Wort bauen, wo die anderen noch vorkommen. Das könnte man auch. Lasst mal ein Wort bauen, wo es G noch vorkommt. Wo das G noch vorkommt. Und das F, lässt sich das bauen? Das wäre wahrscheinlich schlauer, dass wir jetzt noch ein Ratewort einsetzen. Also so komplett, was gar nichts mit denen zu tun hat. Wo einfach die Buchstaben vorkommen, die wir noch nicht haben. Und das I an die zweite Stelle setzt. Weil das ist mein Test. Ob das ihr an der zweiten Stelle vorkommt. Ich habe ein gutes. Dann habe ich F getestet, dann habe ich G getestet. Ich meine, das T ist Zusatz, kann ich nichts dran ändern. Wir probieren das. Es ist Frail. Es ist Frail. Okay. Es ist Frail. So, da haben wir das F jetzt drin. Und jetzt ist der letzte Rateversuch. Der letzte Rateversuch. I ist genau da, wo ich es vermutet habe. Es bliebe Billy übrig. Lässt sich noch was anderes bauen? Gibt's Willi? Ich hoffe jetzt, ich werde jetzt nicht nochmal irgendwas bekommen. Gibt es. Oh nein, es gibt aber Willi. Schade, das war's. Okay, ab hier kann ich nur noch raten. Ach, ärgerlich. Willi oder Billy. Oder kein zweites L. Vielleicht gibt es auch noch was anderes. Bibli oder so. Bibli gibt's nicht. Ah, oh, Mist. Oh, Lilly. Es könnten. Okay, das gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, es könnten drei L sein. Das wäre aber richtig frech. Willi oder Billy? Und dann noch eine andere. Was könnte man noch bauen? Nee, ich nehme Billy. Ich nehme Billy und hoffe das Beste. Oh, Hilly. Okay. Okay. Aber ich bin zufrieden, weil es war halt am Ende nur noch Buchstaben raten. Ich glaube, ich sollte wirklich mehr dieses machen, wie ich es da gemacht habe, dass ich Wörter einbaue, die mir einfach mal Buchstaben rausnehmen und dann erst anfange zu setzen. Nicht so wie hier oben, ne? Da habe ich im Prinzip wieder zwei Versuche verschenkt und hätte vielleicht mit anderen Wörtern das machen können. Ja, egal. So, dann lasst uns wechseln zu Nördel. Wo ist Nördel? Da. Zack. Okay. Ich teile jetzt mal 90 durch 5.
90 durch 5 sind. Warte, ist das sinnvoll? Es wären 19, dann hätte ich die 19. Wenn ich davon dann. Nee, das ist zu oft die 9, das ist Schwachsinn. Nee, ich hab was überlegt, aber es ist Quatsch. Ach nee, das wäre gar nicht gegangen, ich bin doof. Never mind, nix, hab nix gesagt. Okay, wir teilen 90 durch. Nee, wir teilen 90 durch gar nichts. Ich starte nicht mit Teilen. Warum? Ich will ja erstmal Buchstaben, ich will ja erstmal Zahlen durchtesten. Wir machen mal wieder 1 plus. Also 12 plus 45 ist gleich 57. So, damit starten wir mal. Zack. Okay, das war nicht so stark. Wobei, es war insofern stark, als dass ich 5 Zahlen rausgeschmissen habe. Also war es doch wieder stark. Okay, es kommt ein Plus vor, es kommt eine 1 vor und es kommt ein Ist gleich vor. Das ist, ja. Daraus lässt sich noch nichts ba Großes bauen. Daraus lässt sich noch gar nichts Großes bauen. Wir wissen jetzt, das Ergebnis ist nicht einstellig. Ist nicht zweistellig, das wissen wir. Okay. Dann machen wir halt mal 361 minus. Ach so. Nee, das geht gar nicht. Ich muss ja Plus, ich bin doof, es muss ja ein Plus sein. Ah, dann geht's aber doch. 361 plus. Nee, geht nicht. Geht nicht, müsste ich anders machen. Warte, mache ich anders. Zum Beispiel 90 plus 68. Ne, geht auch nicht. Ich bin blöd. Was mache ich denn für einen Schwachsinn hier? Ich kann nicht zwei zusammen und dann komme ich ja gar nicht ins Dreistellige. Also mit einer Plusrechnung kommt man hier nicht ins Dreistellige. Oder doch? Warte mal. 9 plus. Nee. Komme ich nicht? Weil jetzt habe ich ja schon die. Nee, komme ich nicht. Ich komme mit einer Plusrechnung hier nicht ins Dreistellige. Aber es ist ein Plus dabei. Dann haben wir ein einstelliges Ergebnis, oder wie? Wenn wir aber ein einstelliges Ergebnis haben, mit einem Plus, dann dürfen wir ja fast nichts zusammenzählen. 3 plus 1. Plus 1. Geht schon gar nicht. Weil jetzt, ich kann auch nicht einzelne Ziffern zusammen. Okay. Nee, da muss irgendwas noch fehlen. Vielleicht kommt noch ein Minus oder so vor. Weil wenn ich jetzt wieder, ne, plus 1 machen würde, ist kein Platz mehr fürs Ist gleich. Ist ja schon interessant. Ich habe halt nicht viel Platz für die Rechnung. Was ist mit so Sachen wie 90 durch 80 durch 8 minus und jetzt noch eine Zahl. Das würde gehen. Okay. 80 durch 8. Ach nee, es muss ja ein Plus. Tschüss. Delete. So, plus 1. Zack. Und jetzt ist gleich 9. 80 durch 8 ist nicht. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte nicht 80 durch 8 teilen. Ich wollte, dass 8 rauskommt. Dann müsste ich 64 durch. Okay, das geht nicht. Okay, kriegen wir das irgendwie gebaut? 36 durch 6. So, wäre jetzt 6. Plus 1 wäre jetzt 7, die ist ausgeschlossen. Habe ich ja gerade die beste Zahl erwischt. Okay, neu.
6 und A, nee, das ist schlecht. 63 durch 9 plus 1 ist gleich 8. Das würde funktionieren. 63 durch 9 ist 7, plus 1 ist 8. Das würde aktuell funktionieren. Okay, es kommt tatsächlich 8 als Ergebnis raus. Das Plus ist aber auch nicht da hinten. Eine 6 steht hier vorne. 3 ist raus, 9 ist raus, geteilt ist raus. Dann muss ich vorher irgendwas abziehen. Okay. Ja, Bruder, ich habe nicht mehr so viele Zahlen. Gib mir halt noch weniger Zahlen. Okay. 60 vielleicht? Oder 66? Ah, nee, warte. Nee, die 1 darf ja nicht vorne stehen. Die 1 darf ja nicht vorne stehen. Oh, 6 mal 1. Nee, aber dann ist ja plus. Nee, hä? Okay. Plus 1 ist 8. Das heißt, in 4 Stellen muss eine 7 rauskommen. In 4 Stellen muss eine 7 rauskommen mit dem, was ich hier zur Verfügung habe. Irgendwas plus 1 ist 8. Das heißt, diese 4 Stellen ergeben 7. Wobei ich ein Plus, ein Minus und ein Mal zur Verfügung habe. Und diese Zahlen hier, das ist das nächste Problem. Ich habe nur diese Zahlen zur Verfügung. Wollt ihr mich komplett foppen? Wie komme ich denn da auf 7? Hä? Was ist denn da 7? Ach nee, das plus 1 ist ja. Oh, das plus 1 ist ja nicht grün! Nevermind, mein Denkfehler, das wäre nämlich alles gar nicht gegangen. Okay, jetzt ergibt alles wieder Sinn. So, dann lassen wir mit 61 starten. 61. Nee, ist schlecht. Nee, ist schlecht, haut nicht hin. Dann lass mal mit. Wir starten mal mit 6. 6 plus 8. Ich glaube, ich hab's. Nee, das ist ja 14. Wie komme ich denn auf? Ah, doch, das lässt sich umbasteln. Was ich mache, lässt sich umbasteln. 6 plus 10 minus 8 ist gleich 8. So, spricht irgendwas dagegen? Die 6 darf hier stehen, das Plus darf aktuell noch hier stehen, die 1 darf aktuell noch hier stehen, die 0 darf hier stehen, das Minus darf hier stehen, die 8 darf hier stehen, das ist gleich darf hier stehen, die 8 muss hier stehen. Was hat dann jetzt alles rumgedreht? Es war auf sich kommutativ richtig. Achso, 6 minus 8 plus 10. Ja, geh halt ins Negative. Okay. Alles klar. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Da war ich hier kurz ein bisschen verwirrt wegen dem plus 1. Ich lasse mich da noch zu sehr von den Sachen verwirren. Okay, dann lasst uns mal ins Wordle gehen. Ins Global. Lasst uns mal ins Global gehen. Okay, die Seite Hilfe. Hilfe? Alles hängt. Wow. Nehme ich noch auf? Alter, die Seite aufrufen hat gerade meinen kompletten Laptop lahmgelegt.
Was zur Hölle? Please. Global. Jetzt sollte ich die grundsätzlich aktualisieren oder so, wenn ich fertig bin. Das, Alter, was war das denn? Eieieiei. So, zack. Ich glaube, ich starte einfach immer mit Frankreich, weil ich es kann. Okay, das ist komplett daneben. Nehmen wir mal die USA. Das ist auch komplett daneben. Nehmen wir mal Japan. Okay, wir haben einfach kein Land auf der Welt. Hä? Okay, nicht mal ansatzweise. Dann gehen wir mal hier runter irgendwie. Was ist denn das Madagaskar, ne? Schreibt man das auch so? Madagaskar? Hä? Okay, ich meine, gut, vielleicht nehmen wir mal India, vielleicht ist es ja irgendwo so in der Mitte drin. What? Australia? Okay, jetzt bekommen wir eine Farbe. Das ist schlecht, weil hier sind diese ganzen Inselgruppierungen, vor denen ich echt Angst habe. Oh nein. Oh nein. Wir nehmen erstmal New Zealand. Vielleicht habe ich ja Glück. Und es ist New Zealand. Danke. Oh. Puh. Okay. Okay. Danke. Danke, liebes Spiel. Gut. Dann lasst uns ins normale Wordle gehen. Was? Kein Inter. Okay. Alles klar. Alles klar. Ist okay. Ist okay. So, wir starten mit Daily. Zack. Das war überhaupt nix. Dann hatte ich super. Wow. Wir haben bisher nur ein E, aber wir haben 9 Buchstaben rausgeschmissen. Effort. Ah, schreibt man mit 2 F, never mind. Ich bin dumm. Gibt es? Ne, das L ist raus. Ich wollte Towel bauen. Also das Handtuch. Das Toben? Nein, schade. Tobek? Auch nicht, okay. Tob, dann nichts mit Tob. Tok. Token. Okay, OKE ist dabei, aber nicht da, wo es. Ach so, das E war in der falschen Stelle. Also war schon wieder lost, das E war an der falschen Stelle. Okay. Cone. Gibt es Konek? Ah, das ist eh schon wieder an der falschen. Das O wäre auch an der falschen. Mein Gott, dass ich das nicht merke. Okay, K. Keo? Nee, Keo ist komisch. Wo könnte das O vorkommen? Am Anfang könnte es aber auch vorkommen. Oak. Nee, Ork ist komisch. Eco. Eco ist auch komisch. Aber Eco, jetzt ein K noch irgendwie einbauen? Nee. Was hatte ich vorhin? Ich hatte mit K angefangen, ne? K. Gecko.
Nein. Ja, wobei, gibt es das? Nein. Gecko gäbe es. Warte mal, Gecko. Okay, das K ist jetzt an der richtigen Stelle. Es kommt sogar ein C vor. Wir haben gerade ein C dazu gewonnen. Wir haben gerade ein C dazu gewonnen. Und wir starten nicht mit E, nicht mit C, nicht mit O. Das heißt, der Anfangsbuchstabe fehlt uns immer noch. Das ist stabil. So, wie kann ich E, C, K, O doch anordnen? Wenn die schon, also E darf nur noch in der Mitte sein, vor dem K oder nach dem K. O darf nur noch in der Mitte. Nee, O darf noch starten. O darf noch starten. Hey, wie komme ich drauf, dass mir der Anfangsbuchstabe fehlt? Ich habe keinen von denen vorne ausge. Bin ich doof? Ich bin komplett doof. Okay, wir starten mal mit O. O, C, E, K. Aber da wüsste ich nicht, wie das weitergehen könnte. Nee. Dann machen wir mal. Aber mit O, E, C wüsste ich auch nicht. Ist komisch. Ich sag mal, wir hören mit K, E auf. Oh, CO könnten wir starten. Nee, CO dürfen wir nicht starten. CO dürfen wir nicht starten. Wenn wir mit KE aufhören, ich probiere jetzt trotzdem mal die hinten anzuordnen und sage, der erste Buchstabe fehlt noch. Sage ich jetzt einfach mal so. Wie könnte ich ECKO anordnen? Also mit K an der dritten Stelle. CEKO. Kann ich CEKO? Was könnte ich da davor schreiben? Nee, also nee, vor C noch ein Buchstabe wäre komisch. Ja, das ist schon mehr, das ist schon weird. E darf nicht an der zweiten Stelle sein. Also, Esok wäre noch möglich, aber was sollte es weitergehen? Gibt es Esoke? Der Ekoke? Esok? Kenne ich alles nicht. Oh, warte mal, gibt es sowas hier? Mocke? Aber das wird sein. O, C, nee, ein O darf ja nicht an der zweiten Stelle sein. Ach, das ist doch Kacke. Und C darf nicht an der dritten Stelle sein. Ich habe alles gemacht, was ich nicht darf. Jetzt lassen wir E mal hinten. KE. Wenn KE hinten ist und wir nicht mit O und C starten würden, mit O oder C starten würden, dann hätten wir die Kombination CO, also wirklich dieses Coke. Aber vor Coke kann nichts stehen. Gibt keinen Buchstaben, der da davor stehen könnte. Joke. Habe nicht gechoked. Sehr gut. Okay. Deutsches Wordle. Deutsches Wordle. Daily. Ach, ja, Schmarrn. Nix daily. Ich laufe. Okay, ich laufe nicht. Aber der mag immer so Verben, mag der nicht. Lässt er Glock zählen? Ich weiß, dass Glocke, aber Glock als. Gibt's doch auch? Nein, schade. Oh, ich werde auch in irgendein. Ach, dann nehmen wir halt wieder ein Beispielwort, ein Anfangswort, was wir schon öfter hatten. Was hatten wir denn immer am Anfang? Runde, Runde, Runde war mein Startwort, mein ehemaliges Startwort. Turn back to the woods, okay.
Neu. Nee. 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 Ah, was baue ich denn mal? Lass mal was mit dem Ä bauen. Nee. Die Nähe. Wir bauen mal die Nähe. Okay, damit haben wir das A gewonnen. Es ist sogar fest an der Stelle. Wir haben ein H dazu gewonnen. Okay. H. Jetzt muss ich noch ein N und ein E einbauen. Aber das N kommt nicht nach dem A. Die Hasen. Es sind die Hasen. Kein Hasen, hier. Hau dir die Hasen hier. Hau dir gleich die Hasen ins Gesicht hier. Die keine Hasen. Haken! Es ist der Haken. Bäm. Okay. Keine Hasen, aber Haken. So, Semantle noch. Und dann haben wir es wieder. Nee, Quatsch, hier, Squirtle. Wo ist Squirtle? Da ist Squirtle. Squirtle noch. Squirtle auf jeden Fall. Jetzt, wo ich hier, ne? Problem ist, ich habe die Pokémon-Namen halt nicht drauf. Stimmt, da war ein Problem mit den Pokémon-Namen. Ah, wir probieren es trotzdem. Vielleicht habe ich ja Glück. Was? Ich will doch einfach nur. Nein, gib mir mein Daily Squirtle. Danke. Okay, so, wir starten mit Pikachu. Und diesmal lerne ich, was den Typ angeht. Okay, beide Typen sind's nicht. Also ist es kein Elektrik und kein Nan. Oh, wir sind aber in Gen 1. Das ist sehr gut. Da kriege ich vielleicht die Namen noch hin. Das ist sehr gut, wenn wir in Gen 1 unterwegs sind. Das Pokémon ist jeweils etwas größer auf jeden Fall. Okay, dann lass mal Mewtwo ausprobieren. Da haben wir auf jeden Fall dann Typen, die wir testen können. Oh, die Höhe von Mewtwo passt. Die Höhe von Mewtwo passt. Das Gewicht ist aber weniger. Okay, gleiche Höhe, anderes Gewicht. Oh, das ist jetzt natürlich. Vor allem, es ist die gleiche Höhe, aber es ist, wiegt weniger. Was ist denn leichter als Mewtwo, aber genauso hoch? Hilfe. Keine Ahnung, was ist mit Magneton? Gibt es Magneton im. Wie heißt Magneton im Dings? Magnezone, ne? Ah, ne, da Magneton gibt's sogar richtig. Ich meine, hat Magneton hat nicht die Höhe von Mewtwo, ne? Aber Magneton ist auch Dings. Elektro ist ja auch schon raus. Okay. Das irritiert mich jetzt schon, dass etwas genauso groß wie Mewtwo sein kann, aber leichter. Ich meine, gut, das Gewicht ist halt nochmal so eine Sache. Smogmog. Smogmog ist recht hoch. Wie schreibt man Smogmog? Ja, wahrscheinlich überhaupt nicht so, wie ich es gerne schreiben würde. Scheiße. Wie schreibt man Smogmog? Es gibt Smogon, Smogon gibt es auch nicht. Scheiße. Ich werde nicht auf Smogmog kommen. Vielleicht irgendwas mit Poison? Ne, Poipole? Keine Ahnung, was Poipole ist.
Warte, ist Pollut nicht irgendwie so Poly? Ah, oh, ich muss irgendwie die englischen Namen rauskriegen. Ist das Cheaten, wenn ich mir jetzt englische Namen raussuche? Ich will halt Smogmog testen. Gibt es Arbok? Dann hätten wir zumindest den Typ. Arbok gibt es. Okay, dann hätten wir zumindest den Typen. Ich will nämlich, dann weiß ich, ob es Gift ist oder nicht. So. Wie Pokémon. Hä, da hat doch Arbok als Option angegeben. Willst du mich verarschen? Hier sag hier Arbok und dann sagt der Pokémon not found. Hä? Er gibt mir Arbok als Option an. Und sagt dann Pokémon not found. Ist der was? Dann nehmen wir Arcanine. Nein, der ist zwar, glaube ich, schwerer. Das dürfte Arcani sein. Der ist zwar, glaube ich, schwerer, aber dann können wir Feuer noch testen. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Pokémon not found. Hä? Was hab ich? Hä? Probier nochmal Arcanine. Hä? Wie? Pokémon not found. Warum? Hallo? Okay, kann ich Shillock aus? Gibt es Shillock? Wieso Pokémon not found? Was ist denn jetzt los? Gibt es Turtok? Turtonator ist, glaube ich, nicht Turtok. Ah, das ist doch doof. Chanera? Charizard, Glurak. Glurak ist zwar schwerer, aber den können wir mal ausprobieren. Dann haben wir jetzt Feuer. Also wenn ihr jetzt sagt Pokémon not found, dann breche ich ab. Ich aktualisiere die Seite mal. Ja. So, nochmal Charizard. Ich meine, ich kann doch sogar den Namen anklicken, so wie er es mir vorgibt. Okay. Irgendwas ist kaputt. Wenn ich nochmal ins Freeplay zurückgehe und jetzt nochmal ins Daily zurückgehe. Okay. Wir machen es nochmal so, wie wir gerade gestartet haben. Wir haben mit Pikachu gestartet. So, dann hatte ich Mewtwo. So. Hä? Jetzt ist das Neueste. Jetzt ist bei Pikachu die höhere. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin komplett verwirrt. Jetzt ist bei Pikachu die Höhe richtig und bei Mewtwo nicht mehr. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hä, haben wir jetzt Neues oder was? Und jetzt ist auch Gen 1 nicht mehr richtig. Ich gehe jetzt nochmal auf Replay. Das kann doch nicht sein, dass der mal wieder neu macht. Drei Squirtle Daily. Ach, oder hat er sich gerade aktuell. Aber hier. Hä? Es ist jetzt 11:05 Uhr. Der kann. Hä? Pokémon. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber jetzt haben wir Neues. Das ist schlecht, weil ich wollte eigentlich die Gen 1 weitermachen. Ach, verflucht. Wir nehmen mal wieder Hut Hut. Das weiß ich noch, dass es das hier unten gibt. Das hat auch in etwa die Höhe von Pikachu. Okay, es hat nicht die Höhe von Pikachu. Okay, aber.
Typ 2 Flug ist richtig. Gen 2 ist aber auch noch nicht richtig. Jetzt wird's richtig kritisch. Ich hab doch keine Ahnung, wie die Pokémon aus Gen 3, 4, 5, 6 auf Englisch heißen. Geschweige denn auf Deutsch. Ja nun. Ja nun. Was gab's denn so für Starer Lilly? Aber das gibt's halt auch. Oh. Okay, ich kläre jetzt erstmal die Gen. Ich kläre jetzt erstmal die Gen. Die nächste Gen wäre eine, wo Rayquaza vorgekommen ist. Das ist zwar absolut nicht die Höhe von Pikachu. Ist mir egal. Aber es wäre die dritte Gen. Keine dritte Gen. Okay, und auch kein Drache als erster Typ. Machen wir mal Hooper. Eigentlich das normale Hooper, ist es dann confined? Ja, ich denke schon. Das Hooper confined ist das normale Hooper. Hat denn etwa die Größe von Pikachu? Fragezeichen, würde ich sagen. Würde ich behaupten wollen. Hat zwar nicht Flug, aber okay. Und jetzt sind wir in der Gen auch wieder auf dem Weg nach unten. Also wir sind zwischen Gen 3 und Gen 6. Gen 5. Warte. Pearl und Platin ist Gen 4. Gen 5 ist X und Y oder Schwarz und Weiß? Was war denn als erstes? Ich glaube, es gab erst X und Y. Oder gab es erst Schwarz und Weiß? Und Hooper gehört zu X und Y. Ich weiß es nicht. Oh Junge. Okay, wir gehen mal über Pearl und Platin. Da kenne ich noch ein paar Pokémon. Die Starter bei Pearl und Platin waren zum Beispiel Plinfa. Was dann zu Plin oder so wurde. Gibt es Plin? Nein, ach Scheiße. Ein anderer Starter bei Pearl und Platin waren. Was waren denn da noch so Starter? Was war denn der Feuerstarter? Flemli war es nicht. Flemli war bei Gen 3, glaube ich. Oh Junge, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich brauche einen Typ 2 Flug. Ich wüsste jetzt nicht mal auf Deutsch. Also da würden mir jetzt nicht mal die deutschen Namen was bringen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich breche ab. Das ist, ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, Squirtle ist nichts fürs Let's Play. Ich kenne mich zu wenig mit den Pokémon-Namen aus von den höheren Gens. Ich wüsste nicht ein einziges Flug-Pokémon aus Gen 4. Nicht eines. Ich wüsste nicht eins. Okay, scheiß drauf. Wir nehmen jetzt irgendwas mit Fly, so Flygon hier, zack, was, keine Ahnung, was das für ein Gen ist. Oh, Flygon hat nicht mal Flug. Ach, ist das Dragon? Ist das Dragon? Dragoran meine ich. Ist das Dragon? Guten Morgen. Ich glaube, es war Dragoran, ich weiß es nicht. Ich würde gern auf den Wasserstarter von Gen 4.
Der hieß Plinfer. Aber wie könnte der? Oh, das sind die ganzen Alola. Okay, das ist auch witzig, wenn man über die Alola-Regionen gehen will. Dann könnte man einfach Alola-Dings und dann kann man testen, ob es die Alola-Region ist. Aber Alola kann es ja schon gar nicht mehr sein. Aber das ist natürlich interessant, weil man so dann nämlich die Regionen kontrollieren kann. Gibt es Sinnoh? Von Sinnoh gab es nicht extra Dinger, ne? Nee. Aber es gibt doch auch, guck mal, es gibt doch nicht nur diese Pokémon, die mit S anfangen. Ach so, SI. Ah ja, jetzt, ja, ja, jetzt ergibt das schon mehr Sinn. Was klingt denn sinnvoll? Oh, warte, Shaymin. Ist Shaymin nicht auch Pearl Platin in die Richtung? Nee! Okay. Excuse me? Dieses kleine Shaymin hat die gleiche Höhe wie Pikachu? 0,4 Meter? What? Okay. Ich habe einfach Shaymin rausgerissen. Okay. Okay. So, ich sehe gerade, dass ich keinen Semantel mehr offen habe. Ja, das sind jetzt ärgerliche Momente. Ach doch, da ist es. Okay. Hä? Was ist das jetzt neu, dass die hier nochmal am Anfang was erklären? Okay, ja, weiß ich doch. Tschüss. Ah, da hat es ein bisschen umgebaut tatsächlich. Ah, guck mal, da hat es ein bisschen umgebaut. Interesting. Okay. So. Piano. Ich starte immer mit dem letzten. Okay, cold, hot, super, Karl, Teacher, World, Garden, aus, Room, Man, Woman, Plus, Number, Trade, Great. Nature, Apple, Politics, War, Germany. Oh, in welche Richtung bin ich hier noch nicht gegangen? Book, Breath, Rage. In welche Richtung bin ich hier noch nicht gegangen? Contest. Oha! Wieder der beste Versuch hier. Weapon. Bisher die, okay, Weapon. Gun? Okay, nein. Wieder überhaupt keine Richtung bisher. Überhaupt keine richtige Richtung bisher. Quiz. Question. Noch überhaupt keine Richtung gefunden. Wir haben zum Beispiel Kleidungsstücke auch noch nie probiert. Lass mal ein Kleidungsstück probieren. Jeans. Nix. Running. Hundred. Keine Zahl.
Rallye. Guess. Geht doch überhaupt nicht in irgendeine Richtung. Das Beste war bisher super. Wow. Diesel. Ach Mann. Shopping. Oder Shop. Oha. Shopping besser? Ja. Proof. Detective. Bru. Okay. Okay. Mehrzahl Detectives. Oha, okay. Detectives wäre sogar schlecht gewesen. Detective war gut. Warum war Detective jetzt gut? Lupe? Nee. Glasses? Nee. Okay, Detective hat was hat reingeschallert. Sheriff. Okay. Police? Nee. Detective. Geht's jetzt um den Detektiv an sich oder gibt Detective als auch als irgendwie, weiß ich nicht. Find? Experience? Nee. Detective. Krimi. Crime. Detective. Conan. Ah, was? Warum ist Detective? Was soll ich denn in die Richtung jetzt machen? Detective. Detect? Okay, das ist. Also es geht nicht um das Detect an sich. Detective als Person, nehme ich jetzt mal an. Searcher? Nee. Hidden? Secret? Oh! Oh! Okay, Secret geht noch weiter rein. Secret geht noch weiter rein. Was gibt's denn noch für Secret? Ich meine, Secrets als Mehrzahl? Okay, das nimmt er sogar auch mit an. Surprise? Oha, das geht wieder ganz woanders hin. Secret. Agent? Nee, Special Agent? 007? Bond? Also James Bond? Secret? Reveal? Nee. Revelation? Boah, Secret. In welche Richtung könnte das noch gehen? Secret. Alter, wenn ich alles spiele, brauche ich über eine Stunde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mist. Aber man will irgendwie eins nicht auslassen. Das ist kritisch. Secret. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich glaube, ich werde in den nächsten Folgen wieder anfangen, Kyumo-Musik reinzumachen. Das ist durchaus machbar. Ich werde die nächsten Folgen anfangen, Kyumo-Musik reinzumachen. Aber jetzt erstmal hier wieder weiter. Secret. Ich weiß es nicht. Wenn ich grüne Balken habe, bin ich an sich schon zufrieden. Ich breche hier ab. Ich breche hier ab. Ihr könnt mir gerne mal Tipps geben, wie ihr so vorgeht,
ob ich irgendwie völlig lost vorgehe, weil am Anfang ist es halt so, ne, pures Rumrätseln und dann hat man irgendwas, aber dann, es kommt einfach in meinem Kopf, es kommt einfach nichts Neues dazu. Ich wüsste nicht, wie man Geheimnis noch. Ich meine, Secret Place ist ja kein extra Wort, ne? Das ist ja. Und zwei Wörter bastelt er ja nicht zusammen. Eben. Nee, wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus. Bin gespannt, was es ist, aber ich gehe hier raus. Spy! Oh, ich war mit meinem. Okay, warum? Warum hat er Agent dann so weit weggenommen? Agent Spion ist doch, weil es vielleicht um das Wort, um das Verb to spy ging. Aber dann ist Secret. Jetzt gucken wir mal, was er alles so als ähnlich gesehen hätte. Spying, Espionage, Intelligenz. Ja, aber guck mal, Spying. Warum ist denn dann der Agent so weit weg? Oder heißt Agent auf Englisch gar nicht Agent? Ist das ein False Friend vielleicht? Wiretapping, Ultra Secret. Wow, anstatt Secret einfach Ultra Secret hätte mich noch ein paar Wörter höher gebracht. Super Secret ist noch besser. Oh nee, Assassin. Guck mal, sogar Assassin ist vor dem Agent. Das hat mit Spy so überhaupt. Oh. Rogue. Hacker. Bomber. Leakers. Wieso? Villain. Villain ist vor Agent. Blackmailer ist vor Agent. Da ist mein Detective. Moles. Hätte ich Moles plötzlich als Dings gehabt, hätte ich angefangen, Tiere zu raten. Kidnap. Decrypt. Cop. Ich habe Police irgendwas mal eingegeben. Gumshoe. Tortured. What the heck? Playgirl. Playgirl ist. Ich glaube, ich verstehe es im Mantel noch nicht. Also ich, ja, es hat. Playgirl hat mit Spy irgendwo was zu tun. Was zur Hölle? Ja, Turncode. Super. Romans. Alien. Alien einfach. Alien einfach näher dran als Agent. Are you kidding me? Okay, ich muss jetzt noch ganz kurz ermitteln, ob ich einfach dumm bin und ob Agent einfach was anderes auf Englisch heißt wie Agent. Nein! Und als was würde man Spy übersetzen? Also, ach, ja, andersrum. Andersrum, hier muss ja Englisch stehen. Ja, Spion. Eben. Spitzel, Kundschafter, Aufpasser. Und was heißt auf Englisch Agent? Was würde da jetzt im Deutschen kommen? Ja, Agent. Das nimmt der nicht als. Ach komm, ist jetzt auch wurscht. FBI. Guck mal, da, FBI. So, an sowas habe ich. Oh, hätte ich es mal eingetippt. An sowas habe ich aber gedacht, als ich Agent gedacht habe. Und ich meine James Bond. Ist doch voll der beste Spion. Ach komm schon. Warum habe ich nicht Spy ausprobiert? Ja, okay. Brünett. Brünett einfach. Einfach stärker als Agent. Brünett.
Kidnapping, Glower, Mission, Destroy, Defla. Entschuldigung, warum ist das? Bruder. Bruder, es ist ja ein Sammelsurium hier an. Ja, okay. Natürlich. What? Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und tschüss. Oh Mann.